Nach dem zweiten Sieg im zweiten Test, du hast gerade noch mit dem 4:0 den Schlusspunkt gesetzt. Wie sind heute deine Eindrücke zum Spiel? Ja, erstmal, dass man das Spiel nicht überbewerten sollte. Wir sollten heute Gas geben, wir sollten heute ja, so viel wie möglich machen. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch unser Trainingsprogramm durchgezogen. Vormittags trainiert jetzt gleich, hat es ja jeweils für die Jungs eine Einheit gegeben, für uns jetzt gleich auch. Und ja, ist nicht mal mit, wir haben 4:0 gewonnen. Wir haben hinterher noch 3 Tore gemacht, das ist okay. Du hast das Trainingsprogramm schon angesprochen. Wie schwer ist es im Moment bei der Anzahl und der Intensität der Trainingseinheiten, dann noch die Spiele zu bestreiten? Ich würde es normal schwer sagen, wie eine Vorbereitung halt ist. Wir arbeiten hart, wir müssen uns ja auf die Pflichtspiele vorbereiten und nicht auf die Spiele jetzt, auf die Testspiele. Und deswegen wird da auch nicht so jetzt in den ersten Wochen eine Rücksicht drauf genommen. Deswegen harte Arbeit und ja, für die ersten Spiele müssen wir fit sein. Wie willkommen sind dann so Abwechslungen wie die Trainingseinheit am Donnerstagmorgen? Ja, die tat ganz gut, war ein bisschen Spaß dabei und ja, haben wir uns drüber gefreut. Aber nichtsdestotrotz, das Wichtige passiert auf dem Platz und da arbeiten wir jetzt in den nächsten Wochen weiter. Gut, schon sicherlich auch der eine oder andere Neuzugang der Mannschaft. Welchen Eindruck hast du bislang von den Neuzugängen? Ja, bisher alle gute Jungs, also sich in den ersten Tagen gut eingegliedert. Gut, der Stefan ist erst seit gestern dabei, aber ich glaube auch, er wird sich gut akklimatisieren. Wir haben eine gute Truppe. Und ja, das versuchen wir dann über die Vorbereitung weiter aufzubauen oder weiter auszubauen und dann in der Runde auch als Team gewachsen zu sein und eine gute Runde zu spielen. Dankeschön. Bitte.